Jo YouTube, was geht ab? Und Michael am Start. Wichtig, neue Edition von Cringe Chats. Ihr wisst doch selber, Mann. Ne? Paar neue Chats. Ne? Habe ich natürlich aus dem Schwarzmarkt, ne? So, mir geholt, Bruder. Jetzt bin ich bereit für eine neue Reaction darauf. Und diesmal haben wir sogar ein bisschen spezielle. Und zwar, Jules, ich weiß, dass du es siehst, das Video. Ne? Die hat auch ein paar Chats von ihr geschickt. Ne? An die Damen und euch. Schickt Chats. Ich fange direkt an. Ihr müsst wissen, Jules, ja, sie wollte sich eine Wohnung suchen. Weißt du, eine neue Wohnung suchen. Hat dann natürlich eine Annonce gemacht auf eBay. Ne? Und dementsprechend kamen Antworten. Und wir gehen rein. Der Kollege schreibt, hey, alles klar bei dir? Da du mir sehr sympathisch bist, wollte ich einfach fragen, ob du Interesse daran hättest, dir von mir eine Fußmassage dir geben zu lassen, ohne sexuelle Handlungen. Ich brauche eine Wohnung, Wichser, okay? Eine Wohnung brauche ich, keine Fußmassage. Hätte ich geschrieben. Ne? Ja, bla bla, geben zu lassen, ohne Handlung. Bin 25, Opfer. Mit 25 sowas zu schreiben, Opferkind. 1,91, tschüss. Bruder, gib mir ein bisschen Größe ab. Sportlich, Jukain, ich würde dir dafür 50 Euro geben. Gib mir 50 Euro. Ne? Für eine 30-minütige Fußmassage. Okay? Das Ganze kann gerne auch mit einem weiteren Freund stattfinden. Jules, werde ich mich einladen können. Ich hätte mich als Frau ausgegeben, hätte dann gesagt, ich bin ne Natascha. Easy Money. Weißt du, easy money wäre das gewesen. Bla bla bla. Würde mich mega freuen, wenn du dich melden würdest. Gerne regelmäßig bei Interesse, Ehrenmann. Er weiß, was er will. So, ne? Das kann man ihm nicht lassen. Na, Jules geschrieben, ich suche eine Wohnung und keine Fußmassage. Ja. Jetzt auch noch schreiben wir können, du kleiner Hund, ich brauche eine Wohnung, keine Fußmassage, du ekliger Drecks. Und so weiter, ne? Du weißt selber. Und dann schreibt der Kollege, ich weiß. Aha. Wärst du gar nicht offen dafür? Nein! Ich bin nicht offen dafür. Ich guck, das Ding ist, ich bin auf eBay gegangen mit der Intention, okay, ne, ich will neue Wohnung, weißt du, neue Wohnung, neue Einrichtung, bam, 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 ne, auf korrekt, weißt du, du tust Kühlschrank in deine Küche rein, tust hier ein bisschen Möbel rein und dann kommt irgend so ein Typ, Bruder, und fragt, ob er mich massieren kann, Bro, okay? Bro, was erwartet der Kollege? Aber gut, ne, na gut, da hat Jules auch mit Nein geantwortet, ne, auf süß. Und wir machen weiter, Digga. So, jetzt haben wir auch einen wirklich coolen Typen. Also ein cooler Mann. Ich würde sagen, fast Vorbild. So, fast aber so, weißt du, knapp. Er schreibt, wäre super nett, dich heute kennenzulernen. Eventuell schaufelst du ja was frei. Freischaufel auf jeden Fall, ne? Da sehe ich mich. Und nach einem tiefsten Gespräch, der will so Philosophie machen, ne? Ja, beim Kaffee ihr wisst, was Frauen da unten haben. Sagen wir mal, deine kleine Katze sanft, aber bestimmt mit einem Glied zu teilen. Mit Glied meint er natürlich seinen Arm. Gepackt hättest du ja schnell. Wetter wäre ja auch super. Kaffee, voyeuristischer Spaziergang. Und dann hätte ehrlich gesagt so richtig Bock auf dich. So, ne? Vorbild. Hätte auch so geschrieben. Ich bin auch jemand, der sehr gut darin ist, die Katzen von Frauen zu streicheln. Ne? Also, ich mag Katzen auf jeden Fall. Darin bin ich sehr gut. Deswegen Vorbild, also hätte ich auch so geschrieben. Ja, krass, auf jeden Fall. Ne, ich hoffe, dass sich die Dame dann auch was freigeschaufelt hat, denn der hat Bock auf dich. Der hat Bock auf dich, der Mann. So, wir machen weiter. So, ne, jetzt wieder was von Jules. Hallo, ich habe heute eine Zwei-Zimmer-Wohnung zum Besichtigen oder Besitzen. Okay, möchtest du mit mir gucken gehen und die Wohnung zusammennehmen? Ja, Ahmed. LG Ahmed Reza. Ahmad Reza. Also guck. Ich weiß ganz genau, was du vorhast, ne?
wenn die besagte Dame Jules da jetzt vorbeigegangen wäre, hätte Ahmed Reza ganz komische Dinge gemacht. Plötzlich wird dann Tür geschlossen. Und dann, ne, wären vielleicht Dinge passiert. Aber sage ich so, Jules ist ja bei mir, die ist ja meine Schülerin, die hat von mir ein bisschen Muay Thai gelernt, weißt du? Heißt also, Ahmed Reza wird sofort schlafen gehen. Die wird einfach so, so einen Ellbogen machen. So, ne, weißt du, Kopfnuss. So, und dann vielleicht noch so ein Knie, weißt du, so. So, und dann wäre Ahmed Reza auch schlafen gegangen. Deswegen hätte ich mir da, hätte ich eigentlich keine Sorgen gehabt. Aber ja, krass, ne. Er wollte besichtigen und daraus wäre vielleicht eine harte Schlägerei geworden, ja. So, wir machen weiter. Ein guter Kollege, der kommt schnell, der kommt quick. Er schreibt, hey, Baby. Okay. So. Keine Antwort. Ich frage mich, warum. Der Kollege schreibt danach, schlucken oder spucken? Und da meint der Sprite. Ne? Da meint der Sprite, da meint der Cola, da meint der Orangensaft. Also ich, Bruder, ich schlucke Orangensaft. Kann auch mal sein, dass ich mal eine Cola ausspucke, Bruder, wenn die Kohlensäure zu hart ist, weißt du. So. Keine Antwort. Ich weiß auch nicht, warum. Dame hat sich geschämt, Angaben zu machen, ne? Zu ihrem Softdrink-Konsum. Aber gut, machen weiter. So, der Bre schreibt. Mein Name ist Hafed. Ich sag selber, seid schlau, wild blau, aus und heraus. Habe ich immer gesagt. Hi, mein Name ist Hafed. Bin 22 Jahre alt. Wohne in, Hast du Interesse an einer Beziehung? Hast du Interesse an einer Beziehung? Gut, dann Ahmed ungefragterweise, nein, der ist Hafed, ne? Hafed. Er hat dann ungefragterweise seine Bilder geschickt von sich. Aber ihr dürft nicht vergessen, ne? Die wollte einfach nur eine Wohnung suchen. Das dürfen wir ja nicht vergessen in dem Kontext. Ne? Und dieser Wichser Hafed, Bruder, der schickt einfach seine Bilder, Bruder. So, Bruder, Hafed, ich brauche kein Bild, ich brauche deine Wohnung, Bro. Oder eine Wohnung. Weißt du, du kannst mir auch eine andere Wohnung suchen, aber ich brauche nicht deinen Kopf. Na, Jude geschrieben, nein, ich habe Interesse an einer Wohnung. So, ne? Imagine. Allein schon, wenn ihr eine Frau seid und ihr wollt eine Wohnung suchen. Ihr wollt einfach eine Wohnung suchen, weißt du? Du willst einfach so, weiß ich nicht. So, also deine Playstation in dein Schlafzimmer reintun, dein Fernseher in dein Wohnzimmer. Ganz normal alles, ne? Möblieren und so. Und dann wird ein Hafed, Bruder, Hafed 22, wird versuchen, bei dir reinzukommen, weißt du? Er wird versuchen, irgendwie bei dir reinzukommen, Bro. Das ist hart, Mann, ja, auf jeden Fall. Bruder, ich sag so, ne? Die Kollegen laufen mit so Big Dick Energy rum. Ne? Die denken sich, aber shit, da ist eine Frau, die braucht eine Wohnung, aber vielleicht, Digga, kann ich ihr vielleicht noch was anderes geben. Ne? Ja, ist schon verrückt. So, wir machen weiter. So, auch sehr wichtig, habe ich auch mal gemacht. Ne? Normal. Ne? Quizduell. Ne? Kennt ja jeder Quizduell. So, und bei Quizduell wird man ja meistens immer sehr horny. Ne? Weil wenn man zum Beispiel so eine Frage beantworten muss, wann wurde Frau Merkel geboren, dann passieren Dinge bei mir. Und der Typ schreibt, hey, na, Bock auf meinen harten Schwanz? Okay. Ihr müsst vorstellen, Quizduell, ne? Ihr spielt so Spiele, die fragen dich, so, wann war der Mauerfall und so, weißt du? Und der Typ fragt dich, ob du meinen Schwanz haben willst. So, das ist eine krasse Frage. Und hat die Kollegen geschrieben, nope. Will die nicht. Ist eigentlich falsche Antwort. Weil die hätte sagen müssen, nein, ich möchte ihn nicht, du ekliger Hund. So. Man hätte auch Hunde so schreiben können, aber wir wollen ja irgendwie dezent bleiben, ne? Aber ja, Quizduell, krass. Wie solche Fragen einen triggern können. So, ne, weißt du? So, zum Beispiel, wann war der Beginn des Deutschen Kaiserreichs? Als Beispiel. Ne? So eine Frage kann horny machen, dass man direkt irgendwie seinen Druck ablassen muss. Deswegen küsst du jetzt eigentlich eine Haram-Seite. So, wir machen weiter. So, der letzte Kandidat, und zwar, also die Dame schreibt, ich bin derzeit beschäftigt. Ne? Die ist Multimillion-Dollar-Woman. Benötige keinen weiteren Mannkontakt. Die braucht keinen Mannkontakt, weil die schreibt ja schon mit mir, weißt du. Hat die auch schon längst geklärt und wir haben schon Dinge gemacht. Dementsprechend hat die auch keinen Bock. Verstehe ich, ne? Wenn man mich hat. Wenn man einen BBC hat, dann passt das schon auf jeden Fall. Aber das hat dem Typen nicht so gefallen, weil er schreibt, du süßes Kind.
ne, natürlich ein bisschen zensiert. Was schreibst du denn seit gestern mit mir, du Ehrenloser? Auf einmal ist das ein Mann geworden. Du Tischlampe, du. Du süße Tochter. Also der Typ ist sehr hart ausgerastet. Der Typ ist sehr hart ausgerastet auf jeden Fall. Und der schreibt auch noch weiter, ne? Seht ihr diese Punkte? Der wird noch schreiben, du Kindergartenerzieherin. Du nervige Lehrerin, weißt du? Der wollte noch viel aggressiver werden, so. Aber sie hat gesagt, sie braucht keinen weiteren Mannkontakt, weißt du? Ich reiche doch. Ne, deswegen hart, Digga. Aber gut, ne, wir ziehen durch, Digga. Süßes kleines Video, Digga, aufentspannt, Digga. Der ultimativ wieder, die Michelle Mann. Und wir sehen uns im nächsten Video.